München. In diesem Gebäudekomplex saß einst die Verwaltung der Nationalsozialisten. Heute versucht man hier, für späte Gerechtigkeit zu sorgen. Am Zentralinstitut für Kunstgeschichte ist ein wahrer Schatz eingegangen. Provenienzforscherin Maike Hopp erhielt das komplette Archiv einer Münchner Kunsthandlung aus den Jahren 1933 bis 1945 zur Aufarbeitung. Die Chance, lang vermisste Kunstwerke aus jüdischen Sammlungen doch noch zu finden? Es ist tatsächlich manchmal wie das Suchen einer Nadel im Heuhaufen. Wir haben 8500 solche Fotos noch mindestens vor uns liegen, die wir digitalisieren müssen. Also das ist noch eine Menge Arbeit, die vor uns liegt. Viktor Klemperer, Rudolf Mosse, Siegfried Lemle, Arthur Rubinstein, James Bleichröder, Fritz Gutmann, Agathe Saulmann. Natürlich sind diese einzelnen Namen wichtig, aber man muss sich auch klar machen, dass sie nur stellvertretend für sehr, sehr viele Schicksale in der NS-Zeit stehen. Bei der Masse an Objekten, mit denen wir als Provenienzforscher arbeiten und der Vielzahl an Namen, denen wir begegnen, die wir gar nicht richtig identifizieren können, sind natürlich solche exemplarischen Einzelfälle für uns sehr, sehr wichtig. Das sind Fälle, in denen wir Schicksale rekonstruieren können und eben beispielhaft exemplarisch auch aufzeigen können, wie die Mechanismen des Entzuges und Raubes verliefen und wie eben die Objekte tatsächlich am Ende in die Museen gelangten. Und natürlich sind es Einzelschicksale, die auch sehr bewegend sind. Pfullingen auf der Schwäbischen Alb. Hier lebte Ende der 20er Jahre das jüdische Sammlerpaar Ernst und Agathe Saulmann bis zu seiner Flucht vor den Nationalsozialisten. Auch Iris Schmeisser ist Provenienzforscherin. Am Frankfurter Liebighaus überprüft sie den Sammlungsbestand auf seine Rechtmäßigkeit und findet heraus, dass das Museum im Besitz einer Madonna ist, die eigentlich einmal hierher gehörte. Also man kann sich, glaube ich, sehr gut vorstellen, wie die Saulmanns hier Ende der 20er Jahre gelebt haben. Was das für ein Lebensgefühl gewesen sein muss, auch das Haus dann mit Kunst zu füllen. Ich versuche mir gerade vorzustellen, wo die Madonna stand. Diese aus Alabaster gefertigte Madonna mit Kind aus dem 14. Jahrhundert wurde 1936 vom Münchner Kunsthändler Julius Böhler an das Frankfurter Liebighaus verkauft. Kurz nachdem die Saulmanns vor dem Nationalsozialisten fliehen mussten. Das sind ja Aufnahmen, die das Finanzamt Reutlingen von diesen Privaträumen hier in Abwesenheit, das muss man immer dazu sagen, in Abwesenheit des Ehepaares angefertigt hat. Aber es sind trotzdem sehr kostbare Quellen, weil jetzt erlauben sie uns anhand dieser wenigen Dokumente schon ein paar Puzzlestücke der Rekonstruktion dieser Räumlichkeiten, als Ernst und Agathe Saulmann hier einmal gelebt haben. Den Erlenhof beziehen die Saulmanns im Sommer 1927. Im benachbarten Enningen hat Ernst Saulmann die höchst erfolgreiche mechanische Baumwollweberei begründet. Seine Frau ist federführend beim Aufbau der Kunstsammlung und sie pflegt ein extravagantes Hobby. Felix de Maris Oyens ist der Stiefsohn von Agathe Saulmann. Sein Vater war mit ihr in erster Ehe verheiratet. Er lebt in Paris und ist selber Kunsthändler. Ich hole ein Märchenschloss. Maris Oyens vertritt die Erbengemeinschaft der Saulmanns. Aus der einst so bedeutenden Sammlung seiner Vorfahren konnten bisher nur 11 Objekte ausfindig gemacht werden. In 5 deutschen Museen und 3 ausländischen Privatsammlungen.
Felix de Maris Oyens sieht, was er bisher nur von Fotos kennt. Der Schreibtisch auf diesem Bild hier war der von Agathe und stand in diesem kleinen Erker. Von diesem Schreibtisch aus begann ihr Briefwechsel mit Julius Böhler, der sich dann ab 1936 um den notwendig gewordenen Verkauf ihrer Kunstsammlung bei Adolf Weinmüller in München kümmerte. Am 18. Dezember 1935 kontaktiert Agathe Saulmann den Kunsthändler Julius Harry Böhler. Wir sind zurzeit dabei, unsere Fabrik zu verkaufen und unseren Haushalt aufzulösen. Würden Sie sich eventuell für den Verkauf unserer Sammlung interessieren? Noch bevor Sie eine Antwort erhalten, müssen Sie fliehen und alles zurücklassen, was Sie sich hier aufgebaut haben. Und in dem Moment, wo klar war, dass die Saulmanns ihren Wohnsitz verlassen haben, haben sie die Reichsfruchtsteuer verhängt. Und das waren fast 140.000, die Saulmanns ganz schnell bedienen mussten. Die Steuer, die einst Kapitalflucht verhindern sollte, wird im Dritten Reich zu einem perfiden Instrument der Enteignung jüdischer Familien. Im Deutschen Reichsanzeiger werden diese künstlich geschaffenen Schulden an den Staat verkündet. Auch die der Saulmanns. Ab 1936 fliehen immer mehr jüdische Familien aus Deutschland. Viele von ihnen wenden sich vertrauensvoll an ihren langjährigen Kunsthändler Julius Böhler. Die Kunstwerke, die sie einst bei ihm kauften, versuchen sie nun unter Zwang schnellstmöglich zu liquidieren. Im Frühling 1936 antwortet Julius Böhler auf den Brief von Agathe Saulmann. Was Ihre Sammlung auf dem Erlenhof betrifft, so habe ich in den Katalogen die Sachen nachgeschlagen und wäre gerne bereit, sie für Sie zu verkaufen. Also das ist das Gebäude, in dem die Kunsthandlung Böhler damals ansässig war. Der exzellente Ruf als königlich-preußischer Hofantiquar schafft bei seinen Kunden das notwendige Vertrauen für die Zwangsverkäufe. Das zeigt, wie etabliert er doch bereits um 1900 schon in München war. Und eben auch, dass er die finanzielle Kraft hatte, sich eben so ein Gebäude errichten zu lassen mit über 20 Ausstellungsräumen, das im Prinzip als kleines bayerisches Nationalmuseum bezeichnet wurde. Das zeigt eben doch, wie dieser Handel in diesen Jahren florierte. Anfang des 20. Jahrhunderts boomt vor allem der Verkauf an die gut betuchte jüdische Klientel aus ganz Deutschland. Bedeutende Sammler wie James Simon, Alfred Pringsheim oder James von Bleichröder kaufen bei Böhler. Mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten bricht diese Kundschaft über Nacht weg. Es geht natürlich mir nicht nur durch den Kopf, dass hier eben Julius Böhler ein- und ausgelaufen ist, sondern auch seine Kunden und damit natürlich auch diejenigen Sammler, die vielleicht in der Notlage waren und zu ihm eben Objekte bringen mussten, die sie eben in einer Zwangssituation verkaufen mussten. Aus dem Exil in Florenz wendet sich Agathe Saulmann erneut an Böhler. Noch glaubt sie, es gäbe die Chance für ein Treffen. Ich denke daran, zunächst deutsche Kunstwerke abzugeben. Überhaupt würde ich glauben, dass wir bei einer mündlichen Unterhaltung zu einem befriedigenden Arrangement kommen werden. Eine Besichtigung unserer Sachen auf dem Erlenhof findet besser nach unserer Unterhaltung statt. Diese Korrespondenz zeugt von dieser Notlage, diesem Druck und auch der Verzweiflung, das Hab und Gut zurückzulassen und aus der Entfernung durch Korrespondenz eben mit dem Kunsthändler, aber auch mit dem Finanzamt zu schauen, wie man eine komplette Beschlagnahme des Vermögens verhindern kann. Die Objekte, die ich gerade gescannt habe, sind alles Objekte aus der Sammlung Saulmann, die auf der Online-Datenbank Lost Art gemeldet sind als immer noch verschollene Objekte. Wir haben es eben nicht nur mit Kunstwerken, also Werken der bildenden Kunst zu tun, sondern wir haben genauso gut kunsthandwerkliche Gegenstände, Antiquitäten, Möbel, nach denen eben gesucht wird. Also man kann sich fast das Interieur vorstellen, in dem die Familien gelebt haben. Und das ist eben das Bewegende auch. Wir
Wir haben insgesamt ca. 40.000 Transaktionen, die wir über den Zeitraum, den das Böhler-Archiv abdeckt, nachvollziehen können. Aber davon ist natürlich nur ein Teil wirklich in den Jahren 1933 bis 1945. Ich bin mir aber dennoch sehr sicher, dass wir gerade dadurch, dass Händler miteinander gearbeitet haben, wie zum Beispiel Weinmüller und Böhler, aus diesem Archiv oder aus diesem Konvolut heraus weitere Fragen beantworten können, auch vielleicht Fragen die Sammlung Saumann betreffend. Die Kunsthandlung Julius Böhler wird heute in fünfter Generation vom Familiensitz in Starnberg ausgeführt. Bereits 1995 hat Florian Eitel-Böhler die Korrespondenzen seines Großvaters dem Bayerischen Wirtschaftsarchiv anvertraut. Vor kurzem hat er nun das gesamte Archiv der Kunsthandlung dem Zentralinstitut für Kunstgeschichte übergeben. Also ich habe hier nichts mehr. Es ist alles in öffentlicher Hand. Mir liegt halt viel daran, das Ganze eben offen zu legen. Ich bin sowieso kein Freund dessen. Wir haben viel zu lange versucht, die Dinge unterm Teppich zu halten. Alle Firmenunterlagen der Forschung zu übergeben, ist keine Selbstverständlichkeit. Wir haben lange mit ihm gesprochen und er hat schließlich gesagt, wir können ihn gerne besuchen kommen. Er hat eben noch das Archiv mit den Karteikarten und den Fotomappen. Und das war eigentlich ein wirklich toller Moment, als wir eben bei ihm im Keller diese Stahlschränke vorgefunden haben mit den Fotomappen zu den gehandelten Objekten. Das sind alleine an die 9000 Fotomappen, die eben sich noch erhalten haben, plus dann eben die Karteikarten wirklich zu den gehandelten Objekten. Die Unterlagen zeigen, im Sommer 1936 steigert sich der Umsatz der Kunsthandlung Julius Böhler im Vergleich zu den Vorjahren um das Sechsfache. Böhler wird zum Profiteur der Situation. Zu den großen Einkäufern gehören auch die Münchner Pinakotheken. Der Name Julius Böhler taucht unter den Provenienzen in ihren Depots immer wieder auf. So bei etlichen Objekten aus der Sammlung des Berliner Bankiers James von Bleichröder, die Provenienzforscherin Andrea Bambi erforscht hat. James von Bleichröder war Sohn des Gerson von Bleichröder, der ein sehr großer Bankier in Berlin war. Und die Familie hat eben, oder er hat eine Kunstsammlung besessen, die sich eben dokumentiert hat in einem Auktionskatalog des Auktionshauses Lepke in Berlin. Dort wurde die Sammlung 1938 versteigert und es waren eben sehr viele Gemälde, aber eben auch andere Kunstgegenstände, unter anderem eben sehr, sehr wertvolle Einrichtungsgegenstände, auch kunstgewerblicher Art, Möbel etc. Als James von Bleichröder 1937 in Berlin eines natürlichen Todes stirbt, wird sein Nachlass beim Auktionshaus Lepke versteigert und die über zwei Jahrhunderte aufgebaute Sammlung für immer zerstört. Auch die Familie Bleichröder wird von den Nationalsozialisten verfolgt und verkauft den bedeutenden Nachlass unter Zwang. Unter den zu ersteigenden Objekten befindet sich auch die um 1530 von einem süddeutschen Maler geschaffene Auferweckung des Lazarus. Einer der aktivsten Bieter im Saal ist Julius Böhler. Er erhält den Zuschlag. Wir haben die Rechnung des Auktionshauses Lepke an die Kunsthandlung Julius Böhler hier in München. Und dort wird es für 3.600 Reichsmark damals eben an Böhler verkauft. Und ein Dreivierteljahr später kauft es dort eben Hermann Göring. Und der zahlt dann die enorme Summe von 8.000 Reichsmark. Das hat sich also in einem Dreivierteljahr mehr als verdoppelt. Hermann Göring, ab 1935 Oberbefehlshaber der deutschen Luftwaffe, trägt in den späten 30er und frühen 40er Jahren immer mehr Kunstwerke, zumeist aus jüdischem Besitz, zusammen. Der Sammelschwerpunkt des Generalfeldmarschall, Kunst des Mittelalters und der Renaissance mit einer besonderen Vorliebe für Frauenakte. Die Herkunft von Kunstwerken mit dem Verweis Sammlung Göring gilt heute für die Provenienzforscher als erste Spur, dass es sich dabei womöglich um Raubkunst handelt. Für Julius Böhler wie für etliche andere auch, wie zum Beispiel Weinmüller, das Auktionshaus wird natürlich durch den Wegfall der Existenz der jüdischen Kunsthandlung in München, die sehr, sehr stark vertreten waren, die große Player waren, natürlich der Markt komplett umgebaut.
Das Auktionshaus Weinmüller ist auch Böhlers erste Wahl für die Versteigerung der Sammlung Saulmann. Dabei verschweigt er den Saulmanns allerdings, dass er selbst seit Anfang 1936 zu 50% als stiller Teilhaber an den Gewinnen des Hauses beteiligt ist. Dass Weinmüller in Anführungsstrichen unlautere Dinge oder mit Raubkunst gehandelt hat, was halt heute als Raubkunst bezeichnet, damals, glaube ich, hat man den Begriff so nicht gekannt. Und warum mein Großvater da beteiligt war und genau zu welchem Zeitpunkt, das weiß ich alles gar nicht. Im Sommer 1936 kommt es in der Auktion von altem deutschen Kunstbesitz zur Versteigerung der Objekte aus der Sammlung Saulmann. Das Auktionsergebnis von 40.000 Reichsmark reicht für die Saulmanns nicht aus, ihre Reichsfluchtsteuer zu tilgen. Was daneben hinzukommt, ist, dass Julius Böhler sich aus dieser Sammlung in der Versteigerung wiederum einige besonders wertvolle Stücke herauspickt und sie selber erwirbt auf der Versteigerung, um sie dann später zu dem Vielfachen des von ihm bezahlten Preises auf der Auktion dann weiter zu verkaufen, unter anderem auch in öffentlichen, also das heißt im musealen Besitz. Böhler kennt die Sammlung der Saulmanns so gut wie kein anderer. Schließlich war er an ihrem Aufbau beteiligt. Nun zerlegt er sie. Und profitiert dabei erneut. Bei der großen Auktion im Sommer 1936 kauft er die Madonna mit Kind und verkauft sie nur ein Jahr später gewinnbringend an das Frankfurter Liebighaus. Die hat er dann für das Sechsfache veräußert. Ja. Und das, was eben für diese Kunstsammlung dann an Kapital geflossen ist, das ging direkt an das Finanzamt bzw. an die mit der Verwertung beauftragten Kunsthändler, also die Saulmann selbst, die haben davon nichts gesehen. Es ist schwierig zu trennen, wollte er der Agathe Saulmann vielleicht helfen, indem er gesagt hat, ich habe da was an der Hand, das können wir schnell abwickeln, sie stehen unter Zeitdruck. Gleichzeitig hat er das natürlich als Händler, macht er Profit damit. Ja. Und das ist natürlich das moralisch Fragwürdige dabei. Es gibt Fälle, in denen er wiederum den Kunstbestand von Verfolgten mit ins Ausland verbringt. Es gibt aber auch Fälle, wo er entsprechend sich als Profiteur zeigt. Also da würde ich sagen, wenn wir dann das Projekt Böhler fertig haben, können wir sagen, zu so und so viel Prozent ist er der Profiteur, zu so und so viel Prozent hat er jemandem geholfen und so und so viel Prozent hat er jemandem geschadet. Wie eng Julius Böhler mit dem nationalsozialistischen Regime verbunden war, ist bis heute unklar. Fest steht, dass keiner der beteiligten Gesellschafter seiner Kunsthandlung je Mitglied der NSDAP gewesen ist. Lassen sich die Kunst und auch der Handel mit ihr möglicherweise doch nicht ohne weiteres gleichschalten? Wir haben ein deutsches Theater, einen deutschen Film, eine deutsche Presse, ein deutsches Schrifttum, eine deutsche bildende Kunst und einen deutschen Rundfunk. Der früher oft gegen uns vorgebrachte Einwand, es gäbe keine Möglichkeit, die Juden aus dem Kunst- und Kulturleben zu beseitigen, weil deren zu viele seien und wir die leeren Plätze nicht neu besetzen könnten, ist glänzend widerlegt worden. Über die nationalsozialistische Kulturpolitik gelangen zahlreiche Werke mit problematischer Provenienz in die Sammlungen deutscher Museen. Bis heute verlangt dieses düstere Erbe in den öffentlichen Sammlungsbeständen einen besonders verantwortungsvollen Umgang damit. Eine der größten Frivolitäten des Nationalsozialismus neben dem Genozid, neben dem Holocaust, ist, dass sich die Funktionsträger mit Kunst zu schmücken versuchten. Da stehen sie natürlich in der Tradition der Mächtigen, aber an dieser Stelle ist die Humanität, die der Kunst eigentlich zugrunde liegt, mit der Inhumanität vom politischen, kriegerischen und so weiter Wirken gekoppelt. Dieses Paradox werden wir nie ganz auflösen können. Als Adolf Hitler 1938 Mussolini in Florenz besucht, sind Ernst und Agathe Saulmann erneut auf der Flucht, diesmal nach Frankreich. In Florenz hinterlassen sie ihr einstiges Ferienhaus und weitere kostbare Kunstobjekte. Kurz nach ihrer Ankunft in Frankreich rücken allerdings auch dort die deutschen Besatzungsmächte ein. Ernst und Agathe Saulmann werden im Konzentrationslager Gurs interniert.
Zeitgleich erschließt Hermann Göring Frankreich als neuen Markt für enteignete Kunst. Er bittet Julius Böhler, für das Deutsche Reich in Frankreich tätig zu werden. Der lehnt jedoch ab. Göring soll darauf wutentbrannt das Palais des Kunsthändlers verlassen und fortan nicht mehr bei Böhler gekauft haben. Der Markt wird gepusht durch diesen Sammelwahn der NS-Elite. Ja? Also da wird auch etwas, da entsteht so ein Hype. Ja? Da entsteht eine Vorstellung von diesen großen Sammlern, die eben auch Vertreter der NS-Ideologie sind. Und die sind auf dem Markt unterwegs, sind aber nicht unbedingt Kenner, ja? Oder haben nicht die besten Berater. Das heißt, die Kunsthändler, die dann da sind, wie Weinmüller zum Beispiel, denen gelingt es, an diese NS-Elite mittelmäßige bis mindere Ware zu absurd hohen Preisen wiederum zu verkaufen. Eklatantes Beispiel: das hühnerfütternde Mädchen von Hans Thoma. Und im Grunde genommen ist das ein Dokument für diese Zeit. Um dem neuen Geschmack zu entsprechen, kauft der Direktor der Pinakotheken Ernst Buchner 1940 zahlreiche Werke von Regimeliebling Hans Thoma. Den Ankauf finanziert er, indem er wertvolle Werke bei Böhler in Zahlung gibt. Und seltsamerweise entscheidet er sich eben hier, auf etwas zuzugreifen, was eigentlich sakrosankt ist. Denn er gibt einen Renoir heraus und er gibt einen Monet hinaus. Und das sind natürlich für uns heute ganz bittere Lücken im Bestand. Das heißt also, zwei wichtige Werke von großen Künstlern wie Renoir und Monet werden damals an den Kunsthändler Böhler übergeben. In dem Konvolut, was uns übergeben wurde, sind allein für den Zeitraum 1933 bis 1945 mehrere tausend Transaktionen der Kunsthandlung Julius Böhler überliefert. Und das bedeutet natürlich, dass wir einen immensen Digitalisierungsaufwand haben, aber auch einen immensen Analyseaufwand, wenn wir diese Transaktionen alle auswerten wollen. Aber das müssen wir natürlich, denn in jeder einzelnen dieser Transaktionen könnte ein entscheidender Hinweis eben auf entzogenes, geraubtes oder in irgendeiner Form illegitim gehandeltes Kulturgut stecken. 1945 liegt Deutschland in Trümmern. Allmählich kommen die Verbrechen der Nationalsozialisten in vollem Umfang ans Licht. Im Sommer werden die letzten verbliebenen Kunstschätze von Hermann Göring bei Berchtesgaden in einem Zugwaggon geborgen. Dies war allerdings nur die Spitze des Eisbergs. Man hat vom ersten Tag an des Aufräumens der Trümmer gewusst, dass es auch um den Umgang mit geraubten Kulturgütern gehen würde, auch um Restitution von Grundstücken oder eben von materiellen Gütern an die verfolgten Familien. Und man hat damals ja auch Formen dieser Art der Aufarbeitung gefunden. Im August 1945 wird von den Alliierten der sogenannte Central Collecting Point eingerichtet, wo Raubkunst zusammengetragen wird, um sie an mögliche Erben zu restituieren. Der Ort, das ehemalige Verwaltungsgebäude der NSDAP, das heutige Zentralinstitut für Kunstgeschichte. Das Thema des Kunstraubs, das war in der unmittelbaren Nachkriegszeit in Wiedergutmachungsverfahren vielleicht noch präsent, ist dann aber im Laufe der Jahrzehnte ziemlich in Vergessenheit geraten in der Öffentlichkeit. Und es gab natürlich auch Leute, die durchaus auch in Museen, die wussten, da ist was, da stimmt was nicht, die aber gar nicht so viel Interesse hatten damals an diesem Thema zu rühren. Und wenn Ernst Buchner als mein Vorvorvorgänger hier im Hause, respektive in den alten, neuen Pinakotheken tätig war, in einer Zeit, wo sie zerschossen waren, wo die Ruinen wieder aufgebaut werden mussten, dann ist das sicher wegen seiner starken Einbindung in das NS-System ein Fehler gewesen. Zugleich gab es offenbar Interessen, die ihn als einen Kenner brauchten zum Wiederaufbau der Sammlung, zum Weiterleben von Institutionen und Instanzen. Und andererseits müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass die Bundesrepublik in ihrem Wirtschaftswunder
glücklich sein wollte, dass man die nationalsozialistische Zeit und Schuld überwunden hätte. Mehr als 40 Jahre nach Kriegsende wird die Washington Conference zum entscheidenden Wendepunkt für alle von Enteignung betroffenen Familien. Wir müssen nach der Wahrheit graben. Das bedeutet, dass alle Forscher Zugang zu allen Archiven haben müssen. Und damit meine ich vollständigen Zugang, überall und ab sofort. Auf Initiative des amerikanischen Diplomaten Sir Stuart Eisenstadt unterzeichnen 44 Staaten die Washingtoner Erklärung. Eine freiwillige Absichtserklärung für gerechte und faire Lösungen im Umgang mit Raubkunst. Bis zur Washingtoner Konferenz war das Thema NS-Kunstraub ganz, ganz unaktuell. Da hat außer den Nachfahren oder den Erben oder zum Teil auch noch den Überlebenden, die fliehen mussten, hat sich eigentlich niemand mehr so richtig drum gekümmert. Das hat die Washingtoner Konferenz fundamental geändert, weil da die Vertreter von Nichtregierungsorganisationen und 4 Dutzend Regierungen zusammenkamen, um über dieses Thema zu reden. Dadurch kam es wieder auf die Tagesordnung. Es ist vielleicht bedauerlich, dass nicht die Seite Deutschlands, also auch da, wo die Taten begangen worden sind, den ersten Impuls 98 gesetzt hat. Aber es hat natürlich insgesamt zu einer großen Bewegung geführt, weil es aus der jüdischen Welt gekommen ist. Der Holocaust war nicht nur der größte Völkermord in der Geschichte der Menschheit mit 6 Millionen vernichteten Juden. Er begründete auch den größten Raubfall der Geschichte. Das Dritte Reich stahl Kunstwerke, Kulturgut, Instrumente und Bücher, nicht nur um an mehr Geld zu gelangen. Das war nur eine der Motivationen. Im Wesentlichen ging es hier um einen kulturellen Völkermord. Man wollte alles, was mit der jüdischen Kultur und jüdischem Besitztum zusammenhängt, auslöschen. Wir sind nicht zusammengekommen, um Wunder zu erreichen, sondern um alles dafür zu tun, Helligkeit ins Dunkel zu bringen, Ungerechtigkeit durch Gerechtigkeit zu ersetzen und Lügen durch Wahrheit. Diese gemeinsam beschlossene Suche nach Wahrheit und Gerechtigkeit dauert bis heute an. Durch weltweite digitale Vernetzung haben sich für die Provenienzforscher in den letzten Jahren ganz neue Möglichkeiten ergeben. Mehr als 10 Millionen Euro fließen allein in Deutschland jährlich in Projekte der Digitalisierung und Provenienzforschung. Nach der digitalen Erfassung der Kataloge des Auktionshauses Weinmüller wurden im Sommer 2014 auch am Berliner Bode-Museum Forscher auf ein Objekt aufmerksam, das sich seit einiger Zeit in ihrer Sammlung befindet. Natürlich haben alle Objekte Biografien und wir sind nicht nur in einer Skulpturensammlung, sondern auch in einem Archiv. Und hier sind wir angekommen bei den 3 Engeln aus der Sammlung S in R. So, das Stück ist seit 1999 in der Sammlung und vor 2 oder 3 Jahren wurde ich darauf aufmerksam gemacht, dass dieses Stück im Katalog der Auktion des Auktionshauses Weinmüller auftaucht mit der Bezeichnung Sammlung S in R, was ein Code für Salman in Reutlingen ist. Erst mit der Digitalisierung der Weinmüller-Kataloge wird es möglich, einen direkten Bezug des ausgestellten Objekts zur Sammlung Salman herzustellen. Über die Provenienz war damals nichts bekannt. Man hat sich damals auch nicht intensiv mit der Provenienz befasst. Und als wir das sozusagen angefangen haben zu recherchieren, war es relativ schnell klar, dass es diese Verbindung zu Salman gibt. Und im Katalog ist auch tatsächlich die eine Engelsgruppe mit Jesuskind beschrieben. Also wir vergleichen dann die Abbildung im Katalog mit dem Objekt selber, stellen fest, dass am Objekt der von uns aus gesehen linke Flügel fehlt. Es ist auf eine Art auch ein bezeichnendes Bild, der Engel, der nicht fliegen kann, den wir jetzt hier
sehen. Als die problematische Provenienz zweifelsfrei festgestellt wird, muss gehandelt werden. Das Stück ist kunsthistorisch wichtig und wir wollten es gerne für die Skulpturensammlung behalten. Und dann habe ich Recherchen auf dem Kunstmarkt gemacht für Preise, für vergleichliche Werke gemacht. Dann haben wir ein Angebot den Erben gemacht, ein faires Angebot. Und sie haben das Angebot angenommen und auf diese Weise konnten wir das Stück wieder erwerben. Wie kann es denn sein, dass die Einrichtung, die das Werk hat, darüber entscheidet, dass sie es behält? Wie ist das möglich? Also das kann ja nie für denjenigen, der es fordert, als unabhängig gelten, wenn sie die Einrichtung sind, die das Werk haben. Schwierig, ganz schwierig. Dass es für die Kuratoren und Museumsverantwortlichen immer natürlich schwierig ist, Dinge, die in ihrer Sammlung eine zentrale Rolle spielen, solche Kunstwerke, dann doch beim Erkennen eines Unrechtskontextes zurückzugeben, dass das natürlich oft schwierig ist, ist klar. Aber dennoch steht es außer Frage, dass man das zurückgeben muss. Im Grunde haben wir in vielen Fällen aber dann doch mit den Erben immer doch Wege gefunden, zu sagen, es ist für uns so wichtig, dieses Werk in der Sammlung zu behalten. Können wir eine Lösung finden, dass das Objekt oder die Objekte oder die Sammlung als Dauerleihgabe zunächst noch in der Kultureinrichtung bleibt? Können wir es zurückerwerben? Aber diese Wege sind nur dann möglich, wenn sozusagen der wieder rechtmäßige Eigentümer damit einverstanden ist. Seit der erfolgten Restitution und dem Wiederankauf bei den Erben verweist eine einfache Plakette an dem Objekt auf seine ehemaligen Eigentümer Ernst und Agathe Saulmann. Das war ein wirklich berührender Moment. Denn es war der ehrliche Versuch, nicht nur ein Objekt zu restituieren, sondern auch die schreckliche Ungerechtigkeit wieder gutzumachen, die unserer Familie widerfahren war. Und natürlich ist die Sammlung Saulmann nur ein kleines Element dieses unermesslich großen Meers an Raubkunst aus bedeutenden Sammlungen. Anders als die Engelgruppe wird die Madonna aus dem Frankfurter Liebighaus nach der Restitution an die Saulmann-Erben im Sommer 2015 bei Sotheby's in London versteigert. Sie wird unter ihrem Schätzwert für 22.000 Pfund verkauft. Wir haben insgesamt vielleicht 10 Objekte von Hunderten zurückerhalten können. Und unter ihnen waren ein paar sehr interessant und natürlich auch andere von geringerer kunsthistorischer Bedeutung. Aber für uns ist jedes einzelne Objekt von Interesse. Bis heute hat Deutschland in etwa 16.000 Kunstwerke und Bücher restituiert. In Österreich sind es etwa 30.000, einige Dutzend in den USA und Hunderte in den Niederlanden. Aber wir haben noch einen weiten Weg vor uns, wenn wir die Washingtoner Prinzipien wirklich ernst nehmen wollen. Und wenn wir die Erinnerung an jene Menschen wachhalten wollen, die umgebracht wurden und denen diese Gegenstände im Zuge des Holocaust brutal entrissen wurden. Zehn restituierte Objekte von mehr als 200 Objekten der Sammlung Saulmann ist natürlich enorm wenig oder klingt erstmal enorm wenig. Und wenn man sich dann noch vergegenwärtigt, dass das eigentlich schon prominentere Sammler waren, aber man auch mal drüber nachdenkt, dass natürlich viele Familien einfach vielleicht nur ein, zwei, wenn auch nur emotional wichtige kulturelle Gegenstände in ihrem Besitz hatten, Antiquitäten, ein Bild der Großmutter, vielleicht eine Vase, die über Generationen vererbt wurde, die ebenfalls dann im Nationalsozialismus entzogen wurde, dann wird klar, über was für Massen wir sprechen. Und es wird aber auch klar, dass jedes einzelne Objekt ein Stellvertreter ist und dass es wichtig ist, für jedes einzelne dieser Objekte zu kämpfen. 1948 nimmt Agathe Saulmann diesen Kampf auf. Unmittelbar nach dem Tod ihres Mannes bemüht sie sich um Restitution. Ihre Klage hat Erfolg. Zunächst.
Im März 1950 beschließt das Gericht die Herausgabe der Weberei, der dazugehörigen Firmengrundstücke und des Erlenhofs. Doch nichts erinnert sich hier mehr an ihr einstiges Leben. It would have been pretty heartrending. Es war sicherlich sehr schmerzhaft, hierher zurückzukehren und an alles erinnert zu werden, was einmal war. Ihr Wunsch, ihnen dem Schutz der UNO zu unterstellen und Flüchtlinge aus aller Welt aufzunehmen, findet kein Gehör. And her return here to the area. Ihre Rückkehr und ihre Forderungen sorgten damals für ziemlich viel Aufmerksamkeit. Nicht nur wegen der Forderung als solcher, sondern auch, weil sie ein wirklicher Charakter war und ja schon vor dem Krieg eine Art lokale Berühmtheit gewesen ist. Minor celebrity in the area before the war. Gegen ihren Restitutionsanspruch und das Urteil des Gerichts wird Revision eingelegt. Noch während des Revisionsverfahrens verstirbt Agathe Saulmann am 18. Juni 1951 in Baden-Baden an den Folgen ihres vierten Selbstmordversuchs. Na du, was für ein schönes Pferd, was für eine schöne Farbe. Nach Agathe Saulmanns Tod nimmt ihre Tochter Nina die Restitutionsklagen der Mutter wieder auf. Die Halbschwester von Felix de Maressoyens forscht akribisch nach dem Verbleib der familiären Kunstsammlung. Als sie sich Ende der 60er Jahre im Auktionshaus Weinmüller nach den Katalogen erkundigt, teilt man ihr mit, sie seien verbrannt. Heute wissen wir, dass sie wieder aufgetaucht sind. Also als meine Schwester hier wiederkam in 62, 63, war es wirklich um die Kunst trazieren zu können. Und das ist ihr damals nicht gelungen.